Seit 2004 gehört Malta der Europäischen Union an. Deshalb ist auch die Einreise für alle EU-Bürger erleichtert. Wie ihr sehen könnt, befindet sich die Insel im Herzen des Mittelmeers und ist nur 90 Kilometer von Sizilien entfernt. Malta hat mehr als 420.000 Einwohner auf einer Fläche von 316 Quadratkilometern. 1814 kam die Insel unter die britische Herrschaft und 150 Jahre später, im Jahre 1974, wurde Malta unabhängig. Deshalb ist auch Englisch neben Maltesisch die zweite Amtssprache. Betrachten wir das Ganze nun etwas näher. Die Hauptstadt von Malta heißt Valletta und ist die sicherste Stadt auf der Insel, weil sie von einer Festung umgeben ist. Genau gegenüber befindet sich die für uns interessante Stadt Lima. Lima war früher ein Fischerdorf, was sich heute zu einer modernen, lebhaften Stadt entwickelt hat. Durch die zahlreichen Cafés, Hotels und Restaurants lockt Lima jährlich Tausende von Touristen an. Vor allem Sprachschulen und das Klima machen Malta besonders für Schüler attraktiv. Von hier aus kann man mit dem Bus oder mit dem Boot die komplette Insel erkunden. Mal was kennengelernt? Nun möchte ich euch gerne meinen Arbeitsplatz zeigen und anschließend werfen wir einen Blick in die Sprachschule. Los geht's! Einige Informationen zur Schule. Die Schule hat 4 Stockwerke. Im obersten Stockwerk befindet sich eine Cafeteria mit einer Dachterrasse. Dort kann man während den Pausen essen, trinken, Kontakte knüpfen oder einfach nur den herrlichen Ausblick aufs Lima und Valletta genießen. Die Schule bietet verschiedene Kurse an. Du kannst zwischen einem Intensiv-, Business- oder General English Kurs wählen. In den Klassen hast du außerdem die Möglichkeit, Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern kennenzulernen und dadurch Kontakte zu knüpfen. Die meisten Klassen sind mit einem Bildschirm zur Visualisierung ausgestattet. Dieses verbessert den Lernvorgang. Zum Beispiel kann man Videos, PDF oder Word-Dateien veranschaulichen, man hat Internetzugang
oder man nutzt es einfach nur als Tafel. Deine Unterkunft während des Sprachkurses kannst du selber aussuchen. Du kannst zwischen einer Wohngemeinschaft, einer Gastfamilie oder einem Hotel wählen. Für diejenigen, die mehr Gesellschaft anderer Schüler bevorzugen, ist eine Wohngemeinschaft ideal dafür geeignet. Eine weitere Option wäre eine Unterkunft in einer Gastfamilie, in der du die Möglichkeit hast, deine Sprachkenntnisse zu vertiefen. Falls du aber mehr Privatsphäre bevorzugst, wäre ein Hotel empfehlenswert. Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass Malta ein idealer Ort ist, um neue Erfahrungen zu sammeln, Freunde zu finden und Englisch zu lernen. Vergiss dabei nicht, dass das Englisch und die Freunde dir ein Leben lang erhalten bleiben.